Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von Heimgard. Mit Heimgard kann man Microgreens einfach selber ziehen, selbst ohne Balkon, Garten oder grünen Daumen. Heimgard Microgreens ist der Garten für dein Heim, ganz ohne Erde. Microgreens sind die Keimpflanzen verschiedener Kräuter- und Gemüsesorten wie Gartenkresse, Radieschen, Brokkoli oder Rotkohl. Microgreens sind nach etwa einer Woche erntereif. Die Keimpflanzen durchlaufen also eine Wachstumsphase mehr als Sprossen und stecken voller Nährstoffe, die sie eigentlich später an das ausgewachsene Gemüse verteilen würden. Als Microgreens geerntet, kombinieren sie diese geballte Nährstoffpower mit den zarten Pflänzchen. Weniger ist mehr trifft bei Microgreens also definitiv zu. Die kleinen Pflänzchen komprimieren alle wertvollen Inhaltsstoffe, die sonst auf das ausgewachsene Gemüse verteilt werden, in sich. Daher wird eine viel geringere Menge Microgreens benötigt, um sich mit Vitaminen, Mineralstoffen und Co. zu versorgen. Um Microgreens anzupflanzen, braucht man weder Garten noch Balkon. Mit dem pflegeleichten Anzuchtsystem von Heimgard kann jede kleine Ecke der Wohnung in einen Indoor-Garten verwandelt werden, aus dem das Mini-Gemüse frisch geerntet werden kann. Einmal bei Zimmertemperatur angesetzt, brauchen die Microgreens keine Aufmerksamkeit mehr. Alle Bestandteile von Heimgard, von der spülmaschinengeeigneten Porzellanschale bis zum Saatpad, werden in Deutschland hergestellt und verarbeitet. Das Saatgut ist aus ökologischem Anbau und genauso biozertifiziert wie das gesamte Saatpad. Die Pads sind frei von Konservierungsmitteln, kompostierbar und werden in einer gemeinnützigen Werkstatt hergestellt. Mit Heimgard kann man zurzeit die Sorten Brokkoli, Radieschen, Rotkohl, Rauke, Gartenkresse und Senf als Microgreens anziehen. Weitere Sorten sind in Planung. Und mit dem Gutscheincode VeggieWorld könnt ihr jetzt 15% sparen. Der Gutschein gilt ab einem Einkaufswert von 34,90 Euro bis zum Ende des Jahres und ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar. Zurzeit ist online die Frühlingsaktion erhältlich, also ein Starterkit plus 4 Radieschen-Saatpads für nur 39,95 €. Sichert euch also jetzt euren 15% Gutschein mit dem Gutscheincode VeggieWorld auf heimgard.com. Den Link zu Heimgard findet ihr natürlich ganz einfach direkt in den Shownotes. Viel Spaß. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 148 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach veganes Eis selber machen könnt. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Es ist kurios, dass wir meine Folge nicht direkt mit einem Lachanfall starten übrigens. Beherrschen uns. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Herdgeflüster. Ich glaube, es ist schon Folge 4 Herdgeflüster. Ja, stimmt. Glaub, das bedeutet, das sind 4 Monate schon. 4 Monate machen wir das jetzt mein schon. Mein Gott, die Zeit ist Wahnsinn. Das ist richtig fliegt. Krass. Vielen Dank, dass ihr mich mal wieder in eurer Küche empfangt. Sehr gerne. Heute machen wir Eis, weil wir letzte Folge die glorreiche Idee hatten, Eis zu machen. Wir freuen uns auch schon seit ein paar Wochen drauf. Ja. Dezent. Erstmal für alle, die noch nie eingeschaltet haben zu einer Herdgeflüster-Folge. Wir sind natürlich in der Fetten Beete. Dem weltbesten veganen Restaurant, definitiv dem besten veganen Restaurant in Krefeld. Und wir, ich bin da super objektiv übrigens. wir kochen einmal im Monat zusammen Dinge und zeigen euch, wie es geht und warum eigentlich und was gute vegane Küche ausmacht. Und dabei sprechen wir über verschiedene Sachen und heute sprechen wir über Eis. Was genau machen wir eigentlich an Eis? Also wir haben uns überlegt, dass wir, also wir haben hier so eine tolle Eismaschine, die ganz schnell Eis machen kann. Das ist so ein bisschen jetzt unser Vorteil, aber das gelingt halt auch mit so ganz normalen Eismaschinen. Wir wollen ein Erdnuss-Butter-Eis mit Schokolade drin machen. Und dann haben wir uns überlegt, weil wir wollen ja den Rahmen nicht sprengen, dass wir noch ein ganz schnelles Eis machen, nämlich ein Ice Cream mit, aus Banane und Früchten. Da müssen wir einfach mal gucken, was nachher der Tiefkühler so hergibt. Mhm. Und weil uns das ja nicht reicht, haben wir überlegt, Eis schmeckt halt auch gut zu Waffeln und Pfannkuchen. Das ist eine sehr gute Idee. aus komplett uneigennützigen Gründen finde ich das eine sehr gute Idee. Ich finde das super, weil zum einen war es natürlich schwierig, heute euch gerettete Lebensmittel mitzubringen, die wir dann super schnell einfrieren. Das ging jetzt nicht. Also der Gedanke, was der Tiefkühler so hergibt, finde ich ziemlich cool, weil gerade dann irgendwie so Nice Cream, wie sie ja genannt wird, oder auch Sorbet, lässt sich ja super easy herstellen mit Sachen, die man gerade so da hat. Und auch perfekt, wenn man irgendwie, also es passiert bei mir zu Hause ganz oft, wenn ich Bananen übrig habe, dass man dreht sich um, die sind total braun und ich denke mir so, ah Mann, schon wieder Zeitpunkt verpasst.
kleinschnibbeln, einfrieren und die sind perfekt für ein Eiscreme. Also sind einfach gefroren, richtig süße Bananen, perfekt. Ja, und für Milchshake auch. Oh, großartig, ja. Das war, glaube ich, auch eine der größten Erleuchtungen, die ich in der Süßspeisenwelt hatte. Mhm. Einfach nur Bananen und Milch und fertig. Großartig, ja. Fantastisch. Mhm. Ja, dann legen wir doch mal los. Und wenn ich sage wir, dann meine ich euch. Weil ich du guckst zu. Ja. Ich bin einfach wie immer nutzlos daneben. Also wir haben überlegt, wir müssen ja auch die Teige anfangen, ne? Genau, damit fangen wir, glaube ich, als erstes an. Ja, wobei, ich glaube, ich fange mal mit dem Erdnussbuttereis an, weil okay. Das muss eigentlich noch ein bisschen abkühlen, aber ich glaube, wir müssen diesen Vorgang ein bisschen abkürzen. Genau, aus rein zeittechnischen Gründen müssen wir heute so ein bisschen tricksen, deswegen schmeißen wir auch so schnell wie möglich die Eismaschine an und so. Aber wir wollen euch natürlich, liebe HörerInnen, zeigen, wie ihr Eis zu Hause machen könnt und was es da so für verschiedene Maßnahmen gibt, um den eigenen Tag zu verschönern. Ja, Eis geht ja auch schließlich immer. Das stimmt. Woraus ist denn Eis normalerweise? Warum ist Eis nicht immer vegan? Naja, das kommt ja auch so ein bisschen auf die Sorten an. Also Sorbet ist ja eigentlich immer oder meistens vegan. Es gibt schon mal Eisdielen, die ganz gerne dann trotzdem irgendwie Milch oder so reinpacken, was ich irgendwie nicht verstehe. Aber so halt so die ganzen Milchsorten, da ist halt entweder Milch oder Sahne ganz oft drin. Ich habe auch mal nachgeschaut, was eigentlich in Eis sonst so drin ist. Und laut Wikipedia sind die Zutaten eines Speiseeises vorwiegend Wasser, Milch, Sahne, gelegentlich auch Lagerbutter, was auch immer Lagerbutter ist, wahrscheinlich alte Butter, Ahnung, und eventuell Eigelb, verrührt mit Zucker und verschiedenen geschmacksgebenden Zusätzen. Das heißt, normalerweise ist Eiscreme aus Milch, Sahne, Butter und Eigelb. Das ist das Einzige, was da noch fehlt, ist ein bisschen Speck und Käse, finde ich. Das ist schon irre. Aber woraus macht ihr denn heute das Eis, das Erdnussbuttereis zum Beispiel? Woraus wird das heute gemacht? Ganz wenig Erdnussbutter natürlich. Also wir haben halt im Grunde genommen für so diese Eissorten, also zum Beispiel machen wir auch total gerne so ein Mohneis oder halt Schokoladeneis. Ja, so diese Milcheis machen wir immer aus einer Mischung aus wirklich einer Pflanzenmilch. Also ich habe jetzt Sojamilch genommen, man kann aber auch Reismilch nehmen. Dann je nachdem, was man für einen Geschmack hat, kann man auch Kokosmilch nehmen, weil das ein bisschen fetter ist. Für das Erdnussbuttereis brauche ich jetzt keine Kokosmilch, weil die Erdnussbutter natürlich schon ein bisschen Fett hat. Und das Fett ist für die Cremigkeit, oder? Ja, genau. Also das macht es schon cremiger. Ansonsten ist es halt so ein bisschen kristalliger. Kann es halt ein bisschen kristalliger werden. Und was wir halt auch neben Zucker und so immer drin haben, ist Johannesbrotkernmehl und Guarkernmehl. Und das ist eine Erleuchtung, die uns die beste Eisdiele dieser Welt in Wien, nämlich La Veganista, gebracht hat. Seitdem wir das wissen, dass die das also immer drin haben, machen wir das auch. Und damit gelingt eigentlich fast jedes Eis. Ja, ist wirklich mit Gelinggarantie. Also Johannesbrotkernmehl und Guarkernmehl, beide. Genau, immer so eine Messerspitze also, oder so einen halben Teelöffel. Ist in der Erstanschaffung immer schon ein bisschen teurer. Ja. Man denkt so, wow, was ist das für ein teures Pulver? Aber es hält halt wirklich lang. Man braucht da nicht viel, immer nur Messerspitzen. Und ist ja ein Trockenprodukt, ne? Also es hält halt auch ewig. Ja. Gibt es in jedem guten Biomarkt. Ist halt ein Bindemittel, ne? Also das bindet halt schön und finde ich so für die Konsistenz echt richtig gut. Dass wir natürlich heute nicht nur Eis machen, sondern auch Waffeln und Pfannkuchen, liegt ja null daran, dass wir verfressen sind, sondern an dem rein altruistischen Gedanken, dass viele, viele Menschen, gerade wenn sie anfangen, irgendwie vegan zu leben oder sich dafür zu interessieren, sehr, sehr viel Verzweiflung verspüren darin, was jetzt eigentlich noch so zu backen geht ohne Ei. Und gerade bei Pfannkuchen und Waffeln habe ich das schon sehr, sehr viel gehört. Und gerade bei Waffeln und Pfannkuchen verstehe ich es echt gar nicht. Nee. Also wie oft ich schon gefragt wurde, ich habe letztens einfach nur, weil ich Lust hatte, habe ich meinen Frühstückspfannkuchen bei Instagram gepostet. Und was hast du denn gemacht? Meinst du teigmäßig oder dekoriert? Nee, dazu. Also ich eskaliere da ganz gerne mal ein kleines bisschen. Also ich mache da halt ganz gerne dann irgendwie Joghurt drauf oder Skier. Ahornsirup, Beeren, Nüsse, manchmal auch karamellisierte Früchte. Mal sehen, also halt alles mögliche, Kakaonips. Also was so geht. Schön. Also so die so minimalistischen, ne? Die minimalistischen Packungen. Die auch so richtig matschen, wenn man sie isst. Und genau, ich hatte die für Nicole und mich gemacht und Nicole hat das dann auch gepostet und Nicole hat dann irgendwie 20 Anfragen gekriegt für Pfannkuchenteigrezept. Nein. Ich dachte, Leute, veganer Pfannkuchenteig. Aber die Leute kamen nicht klar, weil sie halt nicht wussten, wie Pfannkuchen auch nur ansatzweise
ohne Ei halten kann. Ja, ich glaube, das ist halt auch so. Also ich glaube schon, dass das so klassisch ist. Das kennt man halt irgendwie von zu Hause, dass halt in Pfannkuchenteig Ei reinkommt. War denn da früher wirklich immer Ei drin? Ich kann mich nicht erinnern. Ich meine fast, dass meine Mutter den immer so gemacht hat. Also ich glaube, es gibt ja Eierkuchen und Pfannkuchen. Mhm. Und ich glaube, dass es halt eine Variante gibt ohne Ei. Aber ich kenne das halt auch nur mit Ei. Also meine Mutter hat dann auch immer, also im Grunde genommen mache ich auch das Rezept von meiner Mutter immer. Lass einfach das Ei weg. Und sie hat halt früher 2-3 Eier immer reingehauen. Aber eigentlich macht es keinen Sinn. Also muss man ja nicht, weil ich meine, das Mehl bindet ja auch schon. Also. Ja, und ich kenne es halt mit Backpulver, dass das halt damit so ein bisschen aufgeht. Genau. Ja, dass es dann bisschen so ein bisschen Sprudel. Fluffiger genau. wird. Christina, womit machst du jetzt die Pfannkuchen? Ich habe wirklich nur Mehl vermischt mit Backpulver, Sprudel und einer Pflanzenmilch. Ich habe jetzt hier Sojamilch genommen. Finde ich so am geschmackneutralsten. Ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, rühren, fertig. Und der, also ich kann gleich mal einen Probepfannkuchen machen, der geht super schön auf. Ja, mach mal einen Probepfannkuchen. Ja, ja. Ja. Ich glaub dir das sonst so nicht, ja, ne? dass das so klappt soll. das finde ich auch, das Rezept übrigens wird es natürlich in den Shownotes geben. Das könnt ihr dann auf dem Veggie World Blog nachlesen und nachbraten, nachkochen. Ich finde es vor allem super spannend bei dem Pfannkuchen mit dem Backpulver, dass ich das Gefühl habe, je länger ich den Teig stehen lasse vorher, desto fluffiger werden die später. Mhm. Also das ja klar, es kann auch ein bisschen mehr wirken, ne? Backpulver. Ich finde es halt auch echt cool, dass also man wirklich so ein bisschen, je nachdem wie viel Backpulver man wirklich reintut, je mehr man da reintut, desto besser kann man zum Beispiel so kleine amerikanische Pancakes machen. Mhm. Und die in Ahornsirup ertrinken. Und genau, und das Rezept, was wir halt hier auch immer machen, ne? Also je nachdem, wie viel Zucker wir halt reintun, wenn wir keinen Zucker reintun, nur ein bisschen Salz, dann nehmen wir das auch immer als Basis für herzhafte Pfannkuchen. Und die Herausforderung wird auch sein, für nächste Woche das Rezept aufzuschreiben, weil wir es halt eigentlich... Wir machen es halt beide immer ohne Rezept. Aber wir schaffen das. Bis der Teig richtig ist halt. Ich mache das auch immer nach Gefühl. Ja, wirklich. Ja, genau, der Teig muss eine gewisse Konsistenz haben. Irgendwann weiß man, wie der sein muss, und dann ist fertig. Also ich weiß halt auch, also das habe ich auch wirklich komplett von meiner Mutter, dass sie auch immer gesagt hat, also ich habe sie mal gefragt, wie machst du denn Pfannkuchen? Habe ich sie früher als Jugendliche halt gefragt. Und sie sagt, ja, ich tue es halt rein und dann gucke ich, wie der Teig halt vom Löffel tropft, dass er so ein bisschen flüssig ist. Bei Waffeln ist das ja was anderes, weil Waffeln möglichst auch irgendwie super fluffig sein sollen. Und ich glaube, da fragen sich Leute auch. Ich persönlich habe noch nie Waffelteig gemacht, weil Nicole sehr gute Waffeln macht. Wie macht ihr Waffeln? Also wir schlagen das Buch Vegan Backen von Jerome Eckmeier auf. nehmen das Waffelrezept von ihm, weil das halt wirklich gut ist. Also es gibt halt schon auch echt viele Waffelrezepte im Internet, finde ich, die wirklich dann kleben die am Waffeleisen, dann zerreißen die, dann sind die nur so matschig innen drin. Also es gibt garantiert auch gute, aber ich habe halt, also wir haben beide, glaube ich, echt auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und irgendwann haben wir halt gesagt, das funktioniert immer wieder. Und dann nehmen wir jetzt immer das von Jerome. Das macht ihr jetzt, während ihr das Eis vorbereitet? Oder was, genau, was passiert hier gerade? Erdnussbutter-Eis haben wir den Teig. Also die Rohmasse haben wir jetzt schon vorbereitet. Die kühlt gerade ab in der Kühlung. Okay. Der ist schon fertig, der Pfannkuchen. Genau, weil die Masse muss ein bisschen kühl sein, wenn in die Eismaschine kommt. Also wir haben zwar schon echt so einen Profiteil, aber die mag das ganz gerne, wenn die Masse ein bisschen kühler schon ist. Wir haben es jetzt natürlich verkürzt wegen des Podcasts, aber wie lange muss die Masse normalerweise so kalt stehen? Eigentlich 2 Stunden. 2 Stunden kalt stehen. Dann hat es schon die optimale Konsistenz. Mhm. Ja. Dann kann das Bindemittel binden und das wäre schon am besten. Ich kenne das von damals noch. Meine Eltern hatten nicht immer eine Eismaschine, dass die das zwischendurch einfach nur eingefroren haben. Kennt ihr das auch? Weil ich kenne das, für mich war selbstgemachtes Eis lange Jahre lang immer ein Block. Den musste man erstmal ein bisschen mit Hammer und Meißel bearbeiten und dann hatte man ein Stück Eis. Ich glaube, so selbstgemachtes Eis kenne ich gar nicht. Weil manchmal meine Eltern manchmal an diesen Plastikröhrchen so Saft eingefroren, wie so ein Art Wassereis. Ja, dieses Safteis. Genau, als Kind, aber sonst, also Eis selber gemacht, war bei uns fast nie. Also ich weiß, dass mein Vater früher, weil aus Ermangelung einer Eismaschine, hat er immer Parfait gemacht. Also gerade zu Weihnachten hat er immer irgendwie Parfait gemacht. Und das war ganz cool, weil das ist ja dann per Definition ein Block. Genau. Und hat es einfach ein bisschen antauen lassen. Ja. Und, was ist denn Parfait im Vergleich zu Eis? Das ist halt, ist halb gefroren, das heißt das auch wirklich. Und das ist aber auch schon, du machst es im Grunde genommen ähnlich. Also du hast halt ähnliche Zutaten, das ist oft halt auch mit Sahne und so. Und wir haben das früher immer in so eine Kuchenkastenform getan, dann wird das eingefroren und du musst das halt nicht so rühren. Und dann, wenn du servieren willst,
nimmst du es halt raus, lässt es wirklich ein bisschen antauen, halt halb, dass halb gefroren ist. Ja, das war's, also halb gefroren ist. Was waren als Kinder eure Lieblingssorten und was sind jetzt eure Lieblingssorten? Boah, als Kind, glaube ich, so die Klassiker, ne? Bei dir wahrscheinlich auch, oder? So Vanille, Erdbeer-Stracciatella. Oh, das war, glaube ich, weit vorne. Oh, Stracciatella. Also ja. Ich war, genau, Stracciatella fand ich auch geil. Es war relativ früh Minzschoko. Ach, oh. Aber, oh, die feine Dame, die feine ja. Dame. Aber ich, hab, ich weiß, dass ich halt, ich habe bei meiner Oma, ich hab irgendwie anscheinend ganz viele Eiserinnerungen an meine Eltern und Großeltern, da gab es immer Viennetta. Boah, das gab's auch getan bei uns. Ja. Oh, war das lecker. Oh, und ich habe mich so gefreut, wenn die das da hatte. Dann hat sie die Scheibe abgeschnitten. Und es war immer, die Scheibe war immer zu klein. Ja. Oh, stimmt. Ja. Und, oh, was sie halt, und sie hatte auch oft diese Fürst-Pückler-Waffeln. Oh, also, diese... Mal, ach, mit Erdbeeren, Schoko, das war so eine Rolle, ne? War das nicht so eine Rolle? Rolle? Also es gab die als Rolle, als, aber wir hatten die immer so als Waffel. Diese Eis-Sandwiches. Ah, okay. Oh, ja, ja, ja. Ja. Diese Fürst-Pückler-Rollen, die waren auch was. Außen Schoko, Mitte, Vanille. Ich fand Schoko immer eklig. Das habe ich immer zuerst gegessen und dachte, schnell weg damit. Und dann habe ich mich auf Erdbeeren... Hätten wir auch wieder essen können, weil ich fand Erdbeer eklig. Nein! Ich fand super. Kurze Strategiefrage. Von Jesse weiß ich es schon, aber... Von dir, du kannst trotzdem sagen, Jessie, aber ich will es erst von dir wissen, Christina. Isst du immer erst die Sachen weg, die am ehesten weg müssen, ja, 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 weil du sie unbedingt. Am wenigsten magst und unbedingt. Hebst dir das Beste zum Schluss auf? Aber musst vorher auch schon vom Besten so ein bisschen fort. Ja, ja, ich muss ja wissen, dass ich mich wirklich freuen kann, dass es gut ist. Ja, unbedingt. Prost. Machst du das auch so? Ja, ganz dringend. Ich finde halt immer, man muss einmal schon so einen Trailer haben. Okay, so geil wird das später. Man muss sich auch entscheiden können, was auf dem Teller jetzt am besten schmeckt. Und dann, ach, witzig. Und auch immer was, also ich nehme mittlerweile auch strategisch nie alles auf den Teller, damit ich weiß, dass es einen Nachschlag gibt. Ja. Und ich weiß, dass es immer einen Ort gibt, zu dem ich zurückkehren kann. Schön. Weiß nicht, zählt das, sehr gut, dass das bei dir so ist. Zählt das als Essensneurose? Ich weiß es nicht, aber ich finde es großartig. Ja, diese Fürst-Pückler-Rollen, die waren echt großartig. Ja. Die müsst es mal in vegan geben. Ihr hättet zu meiner Großmutter kommen müssen, zu meinen Großeltern, weil da hat immer jedes Enkelkind ein eigenes Viennetta gekriegt. Ein ganzes? Einen ganzen Block gekriegt. Die wurden ja immer kleiner, leider. Das durftet ihr dann auch auf komplett, einmal? Komplett, komplett. Es gab immer Pizza abends. Und es gab was dann immer. Nein. Das war schon gut. Das war schon verdammt gut. Ja. Ja. Da wurden dann echt die Blöcke wie ein Netz ausgepackt. Wenn man schon eigentlich gar nicht mehr konnte. Ja, aber stimmt. Das ist, das ist wirklich, das hatte ich schon ganz vergessen. Wie ein Netter und fürs Pückler-Rolle. Ja. Und was ist jetzt euer Lieblingseis? Ja, schon eher so ein bisschen außergewöhnliche Eissorten. Also ich mag das total gerne, wenn im Eis ein bisschen was Kräutriges drin ist. Irgendwie was mit Rosmarin, Lavendel, so die ganzen Sachen, die du, glaube ich, nicht so... Er grinst schon wieder. Ich habe mich ja beim Waldkompott habe ich mich ja überzeugt. Genau, ja, komm. Und das mag ich einfach total gerne, wenn es so ein bisschen extravagant ist. Also ich habe jetzt auch nichts gegen gutes Fruchteis, finde ich auch ganz gut. Also jetzt, wenn wir bei Art und Weise Eis essen gehen, ist immer alles großartig. Aber ich persönlich finde einfach so die abgefahrenen Sachen ein bisschen leckerer. Ja, ja, auf jeden Fall an dieser Stelle auch mal ans Herz gelegt. Unsere wundervollen KollegInnen von Art und Weise in Monheim in der Nähe von Düsseldorf. Sehr zu empfehlen, komplett vegane Eisdiele. Ja. Hatten wir auch schon im Podcast vor 80 Folgen oder so, keine Ahnung. Ja, ihr müsst da hingehen, Leute. Unglaublich. Toll, cool. Ich probiere so lange meinen Pfannkuchen, wenn ihr da hinten Eis probiert. Oh, ist das lecker. Wir mussten jetzt gerade schon, wir mussten jetzt die Erdnussbutter-Eismasse vorprobieren. Großartig. Oh, ist das lecker. Boah, mega gut. Ich finde das spannend. Ich hätte den Pfannkuchenteig, glaube ich, süßer gemacht, aber mit dem Ahornsirup drauf ergänzt es sich ja perfekt. Mhm. Also, ein bisschen wie beim Milchreis. So, jetzt brummt es ein bisschen. Wir haben die Eismaschine angestellt, haben die Uhr jetzt auf 20 Minuten gepackt und jetzt gucken wir mal. Also die Rohmasse war schon sehr gut. Jetzt haben wir ihn nicht probieren lassen. Nee, ist okay. Ich habe ja meinen Pfannkuchen probiert. Ich tröste mich darüber hinweg, dass ich gleich noch probieren darf. Ich muss sagen, so abgefahren ist, ich glaube, da wollte ich eh noch mal drüber reden, über La Veganista in Wien. Bei denen habe ich auch damals 2013 mein erstes veganes Eis gegessen. Und war damals, hatten die halt auch schon so Sachen wie Erdbeer-Basilikum und sowas. Wo ich dachte, nee. Ich habe es natürlich verschmäht. Ich habe mit 13? Gut. 2013. Ich wollte gerade sagen, 2013. Du mit 13. Hab ich mit 13 damals, so war schon vegan. Diesen Laden schon? Nein. Nee, das nicht. Ich meine, du bist ja erst 20. Ja. Genau, gerade knapp 20. Und Christina, ich glaube, du hast ja ein bisschen mehr über kulinarisches Wien zu erzählen. Ja, Wien soll ja eine ganz nette Stadt sein zum veganen Schlemmen. Ja, Wien ist wirklich, Wien ist einfach die tollste Stadt dieser Welt. Und
Ich war als Kind ein paar Mal da, aber regelmäßig seit 2001 immer wieder. Magst du dich woanders hinstellen zum Reden, damit du nicht ganz so nah an der Eismaschine stehst? Und hat sich total viel getan in Wien. Ich weiß noch, 2001 gab es sehr wenig vegan, vegetarisch. Da war ich natürlich auch noch gar nicht in die Richtung. Also wahrscheinlich hatte ich gerade eine vegetarische Phase, aber da gab es noch nicht so viel. Aber es wird, also von Jahr zu Jahr wurde es mehr. Und wirklich der genialste Laden, abgesehen von den Eisläden, ist das Tian. Das Tian ist ein Fine-Dining-Laden. Die haben ein Bistro und ein Restaurant. Und es ist großartig. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Laden. Der Chef ist auch ziemlich cool. Und empfehle ich jedem, der nach Wien fährt, vorher reservieren. Im Bistro kriegt man fast immer einen Tisch. Im Restaurant ist ein bisschen schwieriger. Hier sind immer über Wochen ausgebucht. Aber sollte jeder einmal ausprobieren. Großartiger Laden. Dann muss ich da wohl auch noch mal hin. Ja, oh nein. Ich hatten wir uns auch vorgenommen, alle zusammen mal nach Wien zu fahren. Das stimmt. Zu einer total. Die Frage ist, ob wir lebendig da wieder rauskommen. Rausgerollt werden. Ja, also als wir in Wien waren, haben wir jeden Tag auch heißes Eis gegessen. Ja, jeden Tag. Jeden Tag. Ja, wirklich? Ja, also weil wir, weil es wirklich das, also es gibt echt, ich finde, es gibt auch generell kein besseres Eis als, also die haben so abgedrehte Sorten, also ich muss auch gar nicht was Abgedrehtes haben, aber die schmecken einfach so geil. Also, die sind sehr sättigend, aber ja. Ich habe trotzdem immer drei Kugeln gegessen. Ich auch. Und also, was du mir letztens erzählt hättest, Jessie, dass ihr mega erfolgreich in Wien sind. Die haben jetzt, 13 Shop aufgemacht. Geil. Ja. Und die haben noch das Lala, das ist ein herzhafter Laden von denen. Das sind ja auch zwei Frauen, zwei Schwestern. Und die eine macht, glaube ich, vor allen Dingen Rezeptentwicklung und steht halt in der Küche. Und die andere ist halt Betriebswirtschaft und so. Alleine in Wien, 13 Läden. Großartig. In einer Stadt 12 Filialen, Wahnsinn. 13 Filialen zu machen. Ja. Ach, ich muss auch unbedingt wieder nach Wien, ey. Das war so eine unglaublich schöne Stadt. Bin da die ganze Zeit nur durch die Gegend gelatscht und habe mir Architektur angeguckt und gegessen, überraschenderweise. Ja, ich interessiere mich ja mal sehr dafür, wo Essen so geschichtlich herkommt und habe mal ein bisschen nachgeschaut, wo eigentlich Speiseeis herkommt und wo das erste Mal auftaucht. Und das erste Speiseeis gab es nämlich vermutlich im antiken China, wenig verwunderlich, wo die chinesischen Herrscher große Eislager haben anlegen lassen. Und das Eis war damals eher so Sorbet. Aber Sorbet war auch schon in der Antike bekannt, wo der griechische Dichter Simonides von Chios es als aus Gletscherschnee zusammen mit Früchten, Honig und Rosenwasser beschreibt. Also das erste Eis war wirklich aus Gletscherschnee. Und die Herrscher haben das damals, auch Alexander der Große und Co., haben quasi Läufer und Reiter in die Berge geschickt, haben sich Schnee bringen lassen und haben daraus dann Eis gemacht. Das war so dann das erste Eis, was es gab. Ist dann aber mit dem Römischen Reich untergegangen und kam dann erst so Ende des 13. Jahrhunderts durch Marco Polo wieder nach Europa. Und dann ab dem 16., 17. Jahrhundert gab es das dann wieder bei uns. Aber war halt damals verrückt. Also es ist halt super irre, wie das jetzt so ein Alltagsgegenstand geworden ist, wenn man überlegt, dass damals die Herrscher sich Schnee aus den Bergen bringen lassen mussten, damit es in irgendeiner Form verfügbar ist. Ich finde es auch irre, weil Eis einfach damals so, also für mich hatte das immer was total Besonderes, weil es immer so dieses Schwimmbad-Ding war. Oh, irgendwie Schwimmbad. Und deswegen, keine Ahnung, ich finde Eis hat immer so ein bisschen was Besonderes, aber ich finde, Eis ist auch sehr gefährlich geworden, seitdem man dann irgendwie alleine gewohnt hat und sich einfach so ein 500-Milliliter Becher. Zweieinhalb Liter Eimer. Zweieinhalb Liter? Kennst du nicht ich habe auch eine ganz schlimme Eiserfahrung. Zweieinhalb Liter Eimer Vanilleeis, kennst du? Also ich habe, als ich war mit 16, war ich ja 6 Wochen in Amerika und da gab es schon Chocolate Chip Cookie Dough Eiscreme von Hang Dash war das, glaube ich. Nee, Ben & Jerry's. Und halt natürlich nicht vegan, aber da war ich ja einfach auch nicht vegan. Und ich habe mit meiner Nachbarin da jeden Tag wir haben uns ja nicht geteilt, sondern jeden Tag einen Becher davon gegessen. Nein. Und weil ich so verliebt in dieses Cookie, habe ich 10 Kilo zugenommen. Ich wollte gerade sagen, das ist, boah. Also ungelogen, ich kam wieder und meine Mutter meinte, so krass, sie hat mich vom Flughafen abgeholt. Sie meinte, das war so krass, wie anders ich aus. Und ich habe wirklich 10 Kilo zugenommen. Bin ich dann irgendwann wieder abgenommen und dann, als ich das zweite Mal dann da war, habe ich
habe ich das trotzdem noch gemacht, habe aber dafür das Frühstück ausgelassen und bin gejoggt, ja, gut. wenn ich das essen konnte. Das ist ja auch eine halbe... Das gab's hier ja einfach noch nicht. Ja, stimmt, das ist schon, dann, das ist schon wert, dann jeden Tag einen halben Liter Eis zu essen. Der Schauspieler Jared Leto hat für eine Rolle, wo er zunehmen muss, oder was, Ryan Gosling, egal, hat flüssiges Ben & Jerry's getrunken, um zuzunehmen für eine Rolle ganz schnell. Okay, es geht. Und dann wurde er umbesetzt. Nein! Ja. Und musste wieder schnell abnehmen? Ja. Aber ich denke, die Reise war es trotzdem wert. Boah. Also berufliches, oh, du musst beruflich jetzt jeden Tag Ben & Jerry's trinken. Ja, gibt wirklich Schlimmeres. Und was ist jetzt mit der Nice Cream, wenn ich das so... Reisfragen dann? Ja, während du über Eis erzählt hast, habe ich gerade aus dem Tiefkühler die Bananen geholt. Und jetzt kannst du dir aussuchen, ob du Blaubeeren dazu haben willst oder Himbeeren oder beides. Ich glaube Blaubeeren. Ich hätte auch Blaubeeren genommen. Ja, also ich glaube Blaubeeren wären so. Nice Cream ist letztendlich nichts anderes als was? Also ich glaube ursprünglich war es halt wirklich erstmal nur gefrorene Banane und dann halt püriert. Und man kann das halt, und das Schöne ist halt wirklich an also Christine hat es ja gerade schon gesagt, wenn eine Banane so drüber ist und so braune Flecken hat und ganz viele Leute die irgendwie nicht mehr essen wollen, ist sie halt eigentlich am besten für genau sowas oder für Kuchen, weil die dann halt ganz viel Süße hat. Dann kann man die halt super einfrieren und dann muss man sie einfach nur pürieren. Also entweder in einem guten Mixer. Also stückeweise immer schon einfrieren, dann kann man es besser portionieren und dann rausnehmen. Und also entweder es schmeckt halt auch wirklich einfach nur pur Banane mit Banane, aber dann halt... Ja, mit anderen Früchten oder mit Nussmusen schmeckt es halt auch richtig gut, mit Ahornsirup und so. Ich würde jetzt eben mal ein bisschen Krach machen. Ja, mach einmal Krach, einmal pürieren. Vitamix und anschmeißen. Go. Das heißt, ihr püriert jetzt einfach nur die Früchte und kommt dann noch was zusätzlich rein, oder? Also ich habe jetzt erstmal nur die Heidelbeeren mit den Bananen püriert. Würde jetzt einmal abschmecken, aber für mich, glaube ich, ist es schon süß genug. Ich glaube, für euch auch. Naja, das ist auf jeden Fall relativ fest geworden. Ich kriege es nicht raus. Okay, ich nehme einen Aber das finde ich ja das Schöne daran. Man kann auch sehr, sehr einfach die Festigkeit kontrollieren, genau. indem man einfach mehr oder weniger genau. Wasser oder Pflanzenmilch zugibt. Desto cremiger wird es oder desto fester wird es. Natürlich könnt ihr dann halt auch verfeinern. Ich habe letztens zum Beispiel Bananeneis gemacht mit ein bisschen Erdnussbutter drin. Nüsse, ein paar Cashewnüsse rein, ein bisschen Kakaonips rein oder so. Da kann man halt sehr viel mitmachen. Aber das Schöne ist, es ist eben so das gesündeste Eis, was man machen kann. Einfach, weil es einfach nur gefrorenes, ganzes Obst ist. Also es ist Also ich würde es jetzt auch so lassen. Ja. Es ist wirklich perfekt. Ich packe es nochmal kurz in den Kühler. Super. Es hat sich ja jetzt bei euch auch wieder einiges getan im Laden. Ihr habt wie lange Takeaway und Lieferservice gemacht? 6 Wochen oder wie lange war das? 8 Wochen, oder? Ich habe seit 8 Wochen. 17. März jetzt bis 11. Mai oder so, ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, immer wenn wir zusammen sprechen, dann... ist wieder alles anders. Ja, das ist echt irre, weil es ist so ein bisschen wie die Chronik der fetten Beete. Es ist so immer irgendwie eine totale Veränderung jedes Mal. Und ihr habt jetzt aber wieder euer Restaurant offen, ne? Ja, genau, seit letzte Woche Donnerstag. Das war der Feiertag, da haben wir das erste Mal aufgemacht. Ach, und es fühlt sich großartig an. Wirklich. Es ist anders als vorher. Also wir haben ja wirklich von der Landesregierung einige Vorgaben bekommen, die wirklich auch mehr Aufwand bedeuten, auch personellen Mehraufwand. Aber wir haben innen drin ein bisschen umgebaut, haben kleine Separés gebaut, was wirklich hübsch geworden ist. So, wir können den Abstand dadurch wahren. Wir haben eine zweite Terrasse gebaut und es sieht einfach total hübsch aus. Und die Leute sind froh, dass wir jetzt wieder aufhaben. Also wir auch, wir sind alle, das ganze Team. Also klar, aber das hier auch schön, der Fensterverkauf hat auch Spaß gemacht, aber es ist doch mal was anderes, wenn du irgendwie direkt mit den Kunden zusammen bist. Ja, und die Atmosphäre ist halt auch sehr, sehr gemütlich wieder, ne? So der Garten und so. Ja. Ihr habt ja jetzt auch eine Terrasse dazu gebaut. Ja, eine neue Holzterrasse haben wir gebaut. Das macht echt nochmal einen richtig krassen Unterschied, finde ich, dieses draußen sitzen. Und was genau war jetzt der Aufwand, das umzubauen? Ja, also das eine waren halt wirklich so diese baulichen Veränderungen, dass wir halt gesagt haben, vorher hatten wir ja einmal so diese Terrasse direkt bei uns am Restaurant und jetzt halt diese Holzterrasse da. Das war auch so eine Hauruck-Aktion, was richtig geil war, in Rekordzeit irgendwie in 2 Tagen gebaut. Und dann halt innen drin, wie Christina gerade schon sagte, diese Separés, die wir so ein bisschen so designt haben, dass es halt aussieht wie eine Wand, wo so ein Bilderrahmen drin ist. Und der Bilderrahmen ist aber eigentlich ein Fenster, sodass man seine Nachbarn zumindest noch sehen kann.
und das ist ganz hübsch geworden. Und ja, und dann halt im Hintergrund, was man halt irgendwie nicht so sieht, was die Leute aber dann halt natürlich auch irgendwie wissen wollen, sind halt diese ganzen Auflagen, die wir halt erfüllen müssen. Das eine ist halt irgendwie so dieser Mindestabstand, den wir halt einhalten müssen, aber auch eben diese ganzen Hygienefragen mit Händewaschen, Desinfizieren, Mundschutz, wer wie, ja, was muss der Service noch zusätzlich machen, wie oft müssen wir die Oberflächen reinigen und so. Das müsst ihr jetzt auch wirklich die Tische vorher desinfizieren? Ja, und also nach jedem Gästewechsel, genau. Wir müssen das auch immer dokumentieren, also es ist schon, ist eine Hausnummer, was wir da im Hintergrund alles machen müssen, aber gut. Ja, aber Safety ist auf jeden Fall wert. Ja. Ja. Ja, und es ist auch echt wert, dass, finde ich, der Laden wieder auf ist, weil letzten Samstag ja das erste Mal wieder da war und es ist so krass, wieder in diesem Garten zu sitzen irgendwie und einfach wieder so Restaurantatmosphäre zu genießen. Ich finde es so irre, wie sehr einem das, ich habe nicht gemerkt, wie unglaublich mir das gefehlt hat, ja, bis ich da saß und dachte, ach, krass, das ist jetzt Monate her. Ja. Monate. Das ist auch so krass gewesen. Am ersten Tag, als wir auf hatten, da hatten wir auch wirklich Glück mit dem Wetter. Und wir waren auch ein bisschen überrascht, weil plötzlich die ganze Zeit so voll mit Menschen war. Und wir ja auch im Grunde genommen zwei Monate lang gar nichts, also mit kein Restaurantbetrieb. Und auf einmal war die ganze Terrasse voll. Und man hat aber einfach gemerkt, wie glücklich die Leute waren, dass sie halt wirklich draußen sitzen konnten. Und in Ruhe draußen sitzen konnten. Diesen, klar, also, oder wenn die dann halt draußen sitzen, dann können sie ja ihre Masken abziehen. Wir bedienen sie zwar mit Masken, aber im Grunde genommen alles andere sieht halt so normal aus. Ne? Und klar ist ja auch eine Vorgabe, dass jeder Gast muss halt seine Adresse angeben, dass man im Zweifelsfalle halt ihn ja, benachrichtigen kann, wenn es halt irgendwie was zu benachrichtigen halt gibt. Aber so dieses, also man hat wirklich gemerkt, wie glücklich die Leute waren und das war so schön. Letztendlich, die Pfannkuchen braten jetzt aus, die Waffeln braten aus. Das Eis, was sagt das Eis? Das Eis, das sieht richtig gut aus. Also ich würde sagen, 2-3 Minuten, dann ist das durch. Hervorragend. Und die Ice Cream ist schon fertig. Ist echt auch geil. Sollen wir noch ein paar Kakao-Nips reinmachen? Ja, ich habe hier diese schönen Chocolate-Chips, die... Ich sag mal, Kakao-Nips eignen sich hervorragend. Wir benutzen jetzt die viel gesündere Variante, mhm. Chocolate-Chips. Ja. Und ja, heute die sind einfach so lecker. Mal was gönnen. Das ist halt so ein die benutzen wir zum Backen. Das sind so ganz kleine Schokotröpfchen und die sind halt Bio und Fairtrade. Wo bekommt man die her? So lecker. Wir haben die aus den Niederlanden importiert. Hier unser Freund Moritz von Zellavi, der hat die auch gebraucht für was für sich und hat uns welche mitgebracht. Also ich weiß jetzt gar nicht von welchen. Kann man auch einfach so snacken. Ja. Mhm. Ja, gar nicht lecker. Wie würdet ihr zum Beispiel dieses Erdnussbutter-Schokoeis, wie würdet ihr das verschischien? Wie würde der Shishi-Faktor erhöhen? Also das Eis würde ich, glaube ich, so für sich erstmal stehen lassen. Ich würde außenrum irgendwas Cooles machen. Und ja, ich glaube, ich würde da wirklich irgendwas mit Kräutern machen. Oder Salz, weil so ein bisschen so ein Salzanteil. Also Salz kannst du natürlich auch nochmal in das Eis reinmachen, auf jeden Fall. Sehr lecker. Und Früchte, also ich finde, zu so einem Erdnusseis müssen auf jeden Fall Früchte dazu. Das ist was Leichtes, muss da auf jeden Fall. Was, ich würde wahrscheinlich auch Blaubeeren oder sowas machen. Ne, irgendwie so ein Fruchtspiegel auf jeden Fall. Ich finde halt einfach auch, so Erdnussbutter passt halt Schokolade halt auch total toll. Also, ja. Deswegen. Ja. Also bei Erdnussbuttereis würde ich, glaube ich, gar nicht viel mehr Shishi machen. Oha. Also manche Dinge sind einfach perfekt, wie sie ja sind. Ne? Manche Dinge lassen sich nicht perfektionieren. Und beim Blaubeer, bei der Blaubeer-Bananen-Eiscreme, was würdet ihr da machen? Also ich finde auf jeden Fall, dass man da, also Nussmus auf jeden Fall reinmachen kann. Wahrscheinlich würde ich so eine Mandelsoße noch dazu machen. Also irgendwie, ja, irgendwas, so eine Mandel-Vanillesoße oder Tonkabohne passt vielleicht ganz gut dazu. Ja. Ich finde so eine Orangenhippe oder so kann man halt total gut machen. So einen ganz dünnen Teig, den man so ein bisschen so als Hörnchen aufdreht. Ein Orangen was? Halt so Orangenhippe. Was ist denn eine Hippe? Eine Hippe? Eine Orangenhippe? Das gibt's hier ganz, das gibt's so im Wuppertal. Also ich kenne das so gar nicht. Dünne, so ein ganz dünner, ganz, ganz dünner Teig, den man entweder so halt ganz, ganz flach halt hat oder man kann den dann wirklich als, ihr lacht über mich, aber man kann den halt auch so ein bisschen als Hörnchen so aufrollen. Du Hippe. Ihr könnt auch gerne mal Sotam Göp fragen, der hat das in seinem Kochbuch drin. Auch als Hippe? Auch als Hippe. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, was, ich kenne es als Hippe. Ist Hippe die weibliche Version von Hipster oder was? Google doch mal. Ja, okay, also du würdest eine Orangenhippe dazu machen. Ich würde einen sehr, sehr dünnen Teig machen, den kurz backen
Und den dann quasi, wenn der noch so schön ein bisschen weich ist, würde ich wahrscheinlich den so ein bisschen aufrollen, dass der so wie so ein Zylinder ist, so ein ganz dünner Zylinder. Und dann kann man die noch so mit da reinstecken. Sehr gut. Damit haben wir es, glaube ich, alles. Wir backen jetzt doch den letzten Pfannkuchen aus, richten alles an und dann sehen wir uns gleich wieder am Tischchen. Da sind wir wieder. Sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Bevor wir können ja eh nicht weiterreden, bis Christina. Wir probieren. Okay, was probiert ihr zuerst? Egal. Waffel. Dann probiert doch die Waffel zuerst mit dem. Probier du auch. Eis. Ja. Was habt ihr da jetzt gezaubert? Oh, wir haben eine unglaublich leckere Waffel gezaubert mit dem Erdnuss-Butter-Schoko-Eis. Mhm. Ein bisschen verziert mit Schokodrops, Himbeeren, Puderzucker. Oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr weiterreden. Moment, das Erdnuss-Butter-Eis. Du musst das Erdnuss-Butter-Eis nehmen. Oh Gott. Oh Gott. Boah, das ist mega. Also ich muss sagen, ich frage mich manchmal, ob die Leute denken, dass Herdgeflüster wirklich ein Porno-Podcast ist. Oh Gott. Weil sobald es zum Probieren geht, ist es nur... Also... Wir probieren wirklich Essen. Oh mein Gott. Ist das nicht schlimm? Alter. Da kann man aber auch ohne weiter 500 Liter davon essen. Ja. Also, ja, es geht auch so durch. Und das Geile ist, es ist super erdnussig, ohne zu süß zu sein. Mhm. Was ist das für Erdnussbutter, die ihr nehmt? Also cremige ohne Stückchen. Ja. Aber keine besondere, super fancy Erdnussbutter. Die ganze mal für aufs Brot. Also ja. Genau. Ja. Ja. Also ist was so macht das denn so geil? Was macht dieses Eis denn so geil? Einfach nur, weil es Erdnussbutter ist. Ja, also Erdnussbutter. Boah. Natürlich schon relativ viel Fett durch die Erdnüsse drin. Das ist natürlich einfach ein Geschmacksträger. Das explodiert im Mund. Ist da jetzt noch zusätzlich Zucker drin oder ist das nur? Da ist zusätzlich Zucker drin, aber jetzt auch nicht so mega viel. Und ich glaube halt schon, dass wenn du halt nicht so viel Zucker nimmst, ich glaube auch in vielen Eisdielen, ist halt echt mega krass gesüßt. Und dann schmeckst du halt sehr viel Zucker und da ist jetzt wirklich mehr Erdnussbutter halt drin. Und das ist halt. Ist es generell so, dass Zucker einfach Geschmäcker einfach übertüncht? Also ich glaube, das wäre total krass. Zucker gewöhnt sind, fast überall in allen Produkten ist halt irgendwie Zucker drin. Und ich finde, das merkt man auch. Also ich habe mal ein halbes Jahr lang irgendwie keinen weißen Zucker gegessen und danach war mir alles zu süß. Also mir war alles zu süß. Und ich finde, da merkt man so, dass man echt eigentlich so von der Lebensmittelindustrie ein bisschen versaut wird, was halt so Zuckerkonsum angeht. Und wenn man mal so anfängt, so ein bisschen das zu reduzieren, finde ich, schmeckt man auch zum Beispiel diese Bananensüße viel mehr. Zucker ist so ein Gewöhnungsding und ja auch so letztendlich auch ein Suchtding. Und sagte sie, während sie Waffeln und Erdnussbuttereis isst. Wir haben aber auch diese Phasen, oder? Also wir haben ja beide diese Phasen, wo wir sagen, wir müssen uns wieder gesünder ernähren. Und dann kommt sowas wie jetzt. Aber ich finde, seit Corona ist es auch wirklich, wirklich schwer. Ich finde es wirklich schwer. Ich esse aber so viel Mist. Ja, ich schalte es jetzt gerade. Aber letztendlich ist Corona auch dann wiederum nur eine Entschuldigung. Es ist wirklich nur eine Entschuldigung. Das stimmt. Es ist eine schlechte Entschuldigung. Diese weltweite Pandemie ist dafür zuständig, dass ich Eis fresse wie sonst was. Aber ich finde es auch, ich muss aber auch gleichzeitig sagen, ich finde es auch wichtig, dass man auch dann ohne schlechtes Gewissen sowas genießt. Also das finde ich halt irgendwie, jetzt sind wir bei den soziologischen, gesellschaftlichen Fragen. Ich finde halt so dieses... aber jetzt kann ich das mal mit gutem Gewissen genießen, weil ich habe vorher Sport gemacht oder ich habe dieses oder jenes, finde ich halt auch irgendwie schwierig. Man kann es auch einfach mal genießen. So. Ja, also solange es halt nicht ungesund wird, ne? Also dass man wirklich halt irgendwie über die Stränge komplett schlägt, aber auch mal so eine Phase, so eine stranglose Phase, ist auch mal okay. Nicht, dass wir wüssten, wovon wir da reden. Ich finde es, ich wünschte, ich hätte das Bananen-Blaubeereis vorher probiert, weil das jetzt so wenig süß ist im Vergleich zur Erdnussbutter. Dass das so ein bisschen säuerlich ist, was auch lecker ist. Aber ich merke gerade, dass ich so ein bisschen ausneutralisieren muss. Und dann schmeckt es mir noch besser. Und es sind nur Bananen und Blaubeeren und Wasser. Wahnsinn. Großartig. Also alle Rezepte, die wir heute gemacht haben, findet ihr dann natürlich wieder im Laufe der Woche in unserem Blog. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr es nachkocht oder besser gesagt nachbratet und nachfriert. Und lasst uns gerne wissen, wie es euch schmeckt. Und ansonsten, wenn ihr leckeres Essen braucht, dann kommt vorbei in der Fetten Beete, wie immer. Was sind momentan eure Öffnungszeiten? Wir haben jetzt ganz neu auch den Mittagstisch wieder reaktiviert. Wir haben immer von Dienstags bis Freitags von 12 bis 15 Uhr. Und danach wieder ab 17 Uhr bis 22 Uhr. Genau. Ja, Samstags auch. Ja, genau, Samstags kein Mittagstisch, aber abends dann.
Also ja. Samstag kein Mittagstisch, aber genau, abends. Dann haben wir abends auf und ja, jetzt im Sommer freuen wir uns auf viele schöne Terrassenabende. Genau. Mhm. Versackabende. Ja. Ja. Es, also kommt vorbei, es lohnt sich jedes Mal. Und wir schlemmen jetzt noch unser Eis zu Ende. Ja, unbedingt. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Und wenn ihr jetzt im absoluten Schleckermaul-Modus seid, verstehe ich das sehr gut. Die Rezepte zu den veganen Eiscremesorten und natürlich zu der veganen Waffel- und Pfannkuchenrezeptur findet ihr im Laufe der Woche auf unserem VeggieWorld-Blog. Einfach unter veggieworld.de/blog und natürlich in den Shownotes. Wenn ihr generell Hunger bekommen habt und gerne die Fette Beete besuchen möchtet, dann kann ich das auch sehr gut verstehen. Der Link zu Fetten Beete ist natürlich auch in den Shownotes. Und das Gute ist, seit dem 30. Mai dürfen sich jetzt bis zu 10 Personen aus egal wie vielen Haushalten treffen. Das heißt, ihr dürft mit bis zu 10 Personen zur Fetten Beete kommen. Und eine weitere gute Nachricht ist, dass ab sofort wieder Kochkurse erlaubt sind. Das heißt, ab sofort dürfen wieder bis zu 10 Personen Kochkurse machen. Die Planung dafür läuft, denn es müssen noch einige Kochkurse nachgeholt werden wegen der Corona-Zeit. Aber Jesse und Christina sind da natürlich direkt dran und bleibt da am besten auf dem Laufenden über Instagram oder über die Fette Beete Homepage. Die Links dazu sind natürlich auch in den Shownotes. Also freut euch darauf. Ich weiß, ich freue mich sehr, sehr darauf. Ich habe nämlich auf jeden Fall ein paar Gutscheine, die ich noch verschenken möchte zu diesen hervorragenden Koch- und Backkursen. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gern eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an lars@veggieworld.de oder bei Instagram @larswalterofficial und folgt uns natürlich sehr gern @officialveggieworld bei Instagram und bei Facebook. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast sehr gerne in der App eurer Wahl, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Abonniert uns natürlich vor allem bei Spotify, Google Podcasts oder iTunes, schreibt uns gerne eine Rezension, schenkt uns ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook, denn so können wir natürlich mehr Menschen erreichen, also empfehlt uns auch sehr gern weiter und sie damit mit Tipps, Infos und Interviews füttern und somit hoffentlich unseren kleinen Teil zu einer besseren Welt beitragen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich endlich im nachgeholten zweiteiligen Interview mit der Tierrechtsmusikerin Lulu Hen. Das rockt ziemlich und wird ziemlich lustig. Bis dahin rockt ihr bitte die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.